So, schönen guten Abend. Willkommen wieder bei War Tales. So, heute habe ich ein bisschen später angefangen. Ja, Arbeit zuerst, dann ein bisschen zocken. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo haben wir es? So, bisher 10 Stunden haben wir hier gespielt. Mein längster war 15 Stunden. Also so viel mehr habe ich in meinem anderen Run nicht gespielt. Dann wird bald der Rekord gebrochen in 5 Spielstunden. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich habe gestern bei den Ratten aufgehört. Da habe ich mir auch gestern noch ein bisschen Gedanken gemacht. Also ich werde das jetzt noch einmal ausprobieren, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich das einfach packen kann mit meinen Leuten, so wie sie sind. Ich werde es trotzdem noch einmal probieren. Dann habe ich, glaube ich, 3 Versuche beim Rattennest gemacht und dann, ich habe keine Ahnung, was dann. Entweder ich heb's mir auf. Muss ich nochmal rasten? Habe ich gerastet oder nicht? Wo kann man das denn nochmal? Ne, habe ich nicht. Ein Tapferkeitspunkt. Okay, dann muss ich nochmal rasten. Also, einmal noch das dämliche Rattennest versuchen. Und wenn ich es nicht schaffe, würde ich sagen, muss ich das akzeptieren, dass ich das einfach nicht schaffen kann. Warum auch immer. Weil ich will auch nicht meinen ganzen Tag jetzt hier im Rattennest verbringen und kein bisschen weiterkommen. So, Jungs. Hier bin ich nochmal. Ich werde das nochmal ähnlich versuchen, wie gestern. Mit den Leuten irgendwie zusammenbleiben. Und versuchen, die Spots abzulaufen. Ich mache ihn hier hin, ihr hier hin. Hier müsste ich das ein bisschen ändern. Ich bräuchte da hinten jemanden, der heilen kann. Einer muss da rein. Der andere muss ihn dann heilen können, wenn er rauskommt. Ich glaube, der Speerträger hat sich gut bewährt gegen diese Nester gestern. Dann habe ich hier noch ein Nest. Da hätte ich 2 Bogenschützen für. Dann müssten die 3 sich erstmal hier um die Ratten kümmern. Das hier ist mein Main Tank. Ich denke, der hält gut was aus. Aber ich glaube, hier würde ich gerne anfangen mit einem Speer. Welche Ratte kommt denn zuerst? Die hier. Um vielleicht sogar alle 4 hier irgendwie zu treffen. Das könnte gar nicht so schlecht sein. Ich glaube, alle 4 kann ich nicht erwischen. Aber ich könnte 3 von denen erwischen. Das wäre ja schon mal kein schlechter Start, denke ich mir. Und ich glaube, die Ratte ist als nächstes. Dann werde ich die versuchen zu töten.
und werde mal hinter meinen Tank gehen. So, okay. Erste Runde. Als nächstes. Was mache ich als nächstes? Am besten wäre natürlich, die zu töten, bevor die überhaupt drankommen. Damit die mir nicht diesen beschissenen Buff reindrücken. Also vielleicht aggressiv gehen, dann könnte ich... Ne, die erwische ich da unten gar nicht, die Ratte. Aber ich könnte die beiden schon mal töten. Schade, dass ich an die nicht rankomme. Komme ich mit dem hier ran? Mit dem komme ich ran. Okay, dann töten wir die zuerst. Und danach die. So. Was mache ich mit ihm? Gehe ich mit ihm wieder in die Richtung? So. Welche Ratte ist als nächstes dran? Jetzt sind die Ratten da unten dran. Hier habe ich meinen Langschwertfreund, aber der kriegt ihn nicht getötet. Der ist so... Ja, Er kriegt halt niemanden getötet. Er hat nur einen Angriff. Und der hier lädt sich erst nach dem zweiten auf. Das hilft mir jetzt nicht. Und die Ratte kann ich, glaube ich, nicht töten. Nee, ich komme eh nicht dran. Das heißt, die Ratte wird sich auf jeden Fall bewegen und wird irgendeinen debuffen schon mal. Okay, der Tank wird angegriffen. So, welche Ratte ist als nächstes dran? Die da unten. Egal. Einmal hier. Mehr geht nicht. So. Dann fange ich mal an. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn ich nur mit einem da drauf gehe, aber ich werde es einfach mal versuchen. Vielleicht habe ich Glück und er crittet da ein, zweimal. Als nächstes die und die. Den Angriff werden wir hier nicht verhindern können. Bald ist die Mutterratte dran. Was mache ich? Oh, die bewegt sich. Schön, schön, okay. Hört sich Damage, das ist natürlich ordentlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier das Sperrfeuer aufstellen soll. Ich kann überall einfach spawnen, das ist riesen Glückssache.
Okay, sehr viele hierher gekommen. Okay. Soll ich den da stehen lassen? Die Ratte wird ihn angreifen, wird ihn binden. Das heißt, in der nächsten Runde. Ach, in der nächsten Runde werden hier wahrscheinlich viel mehr Ratten sein. Ich gehe zurück. Einmal hierhin. Vielleicht ihm das Fieber wegmachen. Warum nicht? Ja, macht er nicht. Sehr gut. So. Der muss sich lösen, so wie es aussieht. Dann halt ihn noch mal. Okay. Weißt du was? Ich renne hier ran. Und mach mal Damage. Was können wir mit dir anfangen? Als nächstes ist die Ratte dran. Sollte ich versuchen zu töten? Jetzt steht der da rum ohne Auftrag. Was mache ich denn mit dem? Naja, der hat nichts anderes zu tun. Dann wird er einfach mal auf die Ratte gehen, um seinen zweiten Angriff wenigstens zu haben. So. Und dann gehst du wieder zurück. Okay, Sperrfeuer abbrechen. Die Ratte kriege ich nicht getötet. Das reicht einfach nicht. Und neues Sperrfeuer. Wieder mal hierhin, würde ich fast meinen. Oh, die habe ich gar nicht gesehen, ich Idiot. Tja, und er ist der Letzte. Er ist der Letzte und ich kann nichts mit ihm machen. Oder ich krieg derbe Damage. Machen wir das so. Ach, durchs Gift gelaufen, verdammt.
Mein Gott, das werden noch immer mehr. Schade, ein Leben noch. Hätte gerne mal sterben können. So. Einmal hier drauf. Nee, 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 das wird schon wieder nichts. Ich darf die Ratten, die dürfen mir einfach gar keinen Schaden machen. Umso öfter, dass die mich treffen, umso mehr Debuff kriege ich hier ab. Mit diesem Fieber. Ich bin mal gespannt, wie viel er schon hat. 5 Stacks hat er mit Fieber. Was bedeuten 5 Stacks? Also bedeuten jetzt 5 Stacks 50% erhöht. Warte mal. Er hat 1 Stack 10%. Er hat 5 Stacks, steht auch 10%. Also muss ich mir das selber zusammenrechnen. Na gut, ich habe gesagt, ich werde es nur einmal versuchen, aber ich werde es doch nochmal versuchen mit Neustadt direkt. Ich muss das ganz anders angehen. Die Ratten dürfen gar nicht an ihren Zug kommen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, dann nebenbei noch die Nester kaputt zu machen. Aber so will ich es mal versuchen. Ich werde immer auf die aktiven Ratten, die als nächstes rankommen, draufgehen, so dass die sterben, bevor sie dran sind. Zumindest werde ich es mal versuchen. Ich werde meine Leute hier deutlich mehr zusammenlegen diesmal. So, als erstes wäre die Ratte hier. Der Bogenschütze kriegt gar nichts hin. Aber er könnte die und die abdecken. Zumindest er hier, mein besserer Bogenschütze. Und der one-hittet die allesamt. 1, 2, 3. Warte mal, er würde sterben. Er würde sterben. Und er würde sterben. Und ihn... Töte ich ihn, ist die Frage mit einem Schuss. Wahrscheinlich eher nicht. 16 bis 27. Oh, da müsste ich das Maximum treffen. Ich versuch's. Okay, das hat geklappt. Super, super, super. Jetzt einen Schritt vor. Und so. Damit hätte ich die nächsten 3 Ratten unter Kontrolle. Die würden alle jetzt gleich sterben. Glaube ich. Okay. Nächster. Du hast erstmal eigentlich gar keinen Job. Die stirbt. Ne, der hat noch 2 Schüsse. Die wird überleben. Die 2 hier. Er macht nicht genug Damage, aber mit der Harpune zusammen könnten die das regeln. Die 2 hier drauf. Einmal rein. Und erstmal einmal zurück. So. So, die wird noch sterben. Danach ist die. Und die sind gleich nicht mehr da. Bleibt noch die übrig. Die Ratte bleibt nachher noch übrig. Wo ist mein Speerkämpfer? Hier. Ich brauche einen Winkel.
Ob dieser Fels mich hier stört in der Mitte beim Werfen? Oder wirkt er einfach durch? Oder wirft er... Ich werde es einfach mal... Ich werde es mal testen. Ja, der wirft einfach durch. Cool. So, dann müssten die beiden jetzt hier auch weg sein. Okay. Wie weit kann er laufen? Nicht mehr so weit. Aber er kann hier an die Kollegen ran. Und zurück. Okay, die erste Welle ist unter Kontrolle. Er kommt noch dran. Dann würde ich fast sagen, ich kümmere mich mit dem letzten um die Ratte hier. Tot. Und. Geduldig. Wir bleiben beim Team. Wir bleiben geduldig. Erstmal nichts weiter. So. Jetzt gehen wir auf Schaden hier. Einmal rüber. Reinstechen. Und reinstechen. So. Jetzt ist der Buggy dran. Einmal schießen und fertig. Ich mache jetzt mit dem nicht das Sperrfeuer. Ich warte, bis die Ratten spawnen. So, du kommst nicht dran. Nur noch er ist dran. Aber er kommt nicht an das Nest, leider. Dann einfach stehen lassen. Oder? Ja, ich lasse den stehen. Okay. Okay, zweite Rattenrunde. Als erstes kommt die Ratte, und da oben die zwei zuerst. Mein Bogenschütze kann sich nicht bewegen, der ist eingesperrt. Das heißt, ich muss ihm hier irgendwie Platz machen. Dann werde ich kurz hier hingehen. Einmal hier reinschlagen. So. So. Und erstmal fertig. Kann er da stehen bleiben? Du zerlegst mal die hier. Shit. Zerlegt er nicht. Einmal so und... Ach, schade, schade. Jetzt vergeudet er gleich einen Schuss hier auf ihn. Jetzt habe ich mich um die Ratte da oben links nicht gekümmert. Oder unten rechts so. Welche Ratten kommen als nächstes? Die und die. Die sind geschützt. Das heißt, ich habe jetzt einen freien Angriff. Sollte. Die und die, danach die und die. Okay, dann kümmere ich mich einmal hier rum. Einmal hier rum, wird zwar nicht ganz klappen, aber nicht so schlimm. Und nochmal zurück. Fertig.
Okay, welche Ratten als nächstes? Der und der da unten. Wen habe ich noch? Ihn, ihn, ihn und ihn. Ich muss ihn unbedingt hier lösen. Och, schade, ein Leben, ein bescheuertes Leben. Aber damit kann ich es regeln. Weiter komme ich nicht dran, leider. Ach, shit. Ich habe nicht aufgepasst. Ich hätte mich um ihn hier kümmern müssen. Oh je, das war schon. Ich glaube, hier wird jeder Fehler gleich bösartig bestraft. Glück gehabt, dass er nicht auf den Buggy gegangen ist. Er kommt klar, die Ratte wird ihn leider anfallen. Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Wieder zurück. Das ist nicht gut, ey. Die Mutter ist dran und ich habe nicht alle Ratten wegbekommen. Zwei sind noch da. Ich habe noch ihn und ihn. Und er kriegt die Ratte nicht getötet. Ich glaube, meine Jungs sind zu schwach. Die müssen so eine Scheißratte one-hitten können. So, und du machst hier weiter. Zurück. Ich muss ihn gleich dringend heilen. Tja, so langsam nehmen die Ratten einfach überhand. Jetzt sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ratten sind gespawnt. Okay, ich mache einfach mal weiter. Wer ist dran? Die Ratte, die da unten, die und die. Er ist im Kampf, er kann jetzt mal gar nichts machen. Ich versuche mal die zu töten. Schafft er leider nicht. Schafft er wieder nicht. Die Ratte, wo ist die? Na, welche ist das? Da unten. Und die da oben. Also müsste ich mich um die kümmern. Ja, mein Speer könnte genug Reichweite haben. So.
Die hier, die wird sterben. Die danach aber nicht mehr. Wen habe ich noch? Ich muss ihn dringend heilen. Also brauche ich. Ah, das nicht. Obwohl, eins, zwei, drei. Ja, vielleicht. Keines angehittet. Ich würde den jetzt ungern, ehrlich gesagt, da reinschießen, weil dann verliert der seinen letzten Schuss. Wäre aber fast egal. Komm, mache ich. Oh. Ich verschieb den ja gar nicht wegen dem blöden Felsen. Okay. So. Du, was kannst du machen? Nichts. Du kannst heilen gehen. Der hier unten, der Kollege braucht dringend Heilung. Als nächstes zu dem hier. Dann kann er sich schon mal in die Richtung vielleicht bewegen. Dann habe ich noch ihn, ihn und ihn. Okay, ab zurück. Ach Mann. Immer diese paar Leben, die noch dann haben, ne? Mit ihm könnte ich schon an den ranlaufen. Warum nicht? Warum nicht? Okay. Die Mutter ist tot, weil ein Fels auf sie gefallen ist. Also ich bin nicht abgeneigt, das zu akzeptieren, um ehrlich zu sein. Es wäre solch der Wucherprobe. Das ist das, was diese Nester wohl droppen. Ja, ich finde, ich habe das taktisch super gemacht, dass der Stein genau auf die Mutter fällt. Ja. Spannender Kampf. Jetzt überlege ich kurz, ob ich das echt neu laden soll, aber weil ich bräuchte wohl dringender dieser Wucherproben, anstatt diesen Sieg jetzt einfach so mit einem Klotz auf dem Kopf. Aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt man ja. Ich nehme die Belohnung mit. Ich bedanke mich recht herzlich. War ein guter Kampf. Oh, schön. Ich glaube, hier waren Wölfe. Die könnte ich mir noch kurz abgreifen gehen. Oh, das Schweine. Oh, ich kann da helfen gehen. Noch besser. Jeder, wie wär's, wenn ihr uns...
Helft, ja, ich bin ja deswegen da. Wir greifen die Eber an. So. Die guten Eber. Uiuiui, die haben aber gar nicht so wenig Leben. Oha. Okay, wie machen wir das? Oh, mein Team hängt ja ganz schön verstreut hier rum. So, Tank. Tank, Speerträger, Bogenschütze ist, denke ich, hier hinten okay. Und hier haben wir Langschwert, Bogenschütze, Speer und die drei Verbündeten. Welcher Eber fängt an? Der da oben. Der hier fängt an. Und danach auch die da hinten. Würde ich sagen, ich werde hier klar Shift machen. Dann kann ich schneller unterstützen mit den Leuten. So, erstmal du. Uiuiui. Drei Angriffe drauf gehabt. Schönes Ding. So. Jetzt kannst du hier ein bisschen helfen. Einmal so und einmal so. Jo. Der hier muss ein bisschen aufpassen. Dann habe ich noch meinen Speerkämpfer, meinen Bogenschütze. Speerkämpfer könnte hier rangehen und sich vielleicht um den da kümmern. Von der Seite lieber und dann das machen, genau. Auch schon wieder ein Leben. So ein Pech. Der hat Blutung. Ich glaube, ich lasse den angreifen. Dann stirbt er. Schieße ich lieber auf den da hinten. Ja, oder ich töte ihn einfach, weil er nicht zielen kann. Ist auch in Ordnung. Ich habe ein bisschen Tapferkeit. Dann habe ich hier voll Reflexschuss gegen die. Könnte ich denn beide irgendwie abdecken? So vielleicht. Okay, jetzt gehe ich hier mal helfen. Wen zuerst? Ich denke mal dem Tank zuerst. Einmal so. Und einmal so. Und wieder ein Leben.
So, du darfst auch mal von vorne kommen. Oh, der da hinten braucht Hilfe. Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Nur für dich. Ein Sperrfeuer nur für dich, Kollege. Okay, hier sind wir so gut wie durch. Hier draufhauen, hier draufhauen. Sprint nach unten. Oh, der hat irgendwie einen Reflexangriff drauf. Hat sich auf jeden Fall mal gewehrt. Okay, die Wildschweine fliehen. Der eine, der noch übrig ist. Dann lassen wir ihn fliehen. So. Reparieren, einsammeln. Sehr gut. Zurück in die Stadt. Vielleicht eine gute Rüstung finden bei den Kollegen hier. Mal sehen. Dolche. Dolche kann ich leider nicht brauchen. Da kommt der nächste. Mal gucken, was der im Angebot hat. Okay. Speer, Stärke 11, das sieht nicht schlecht aus. Eine ganz schön gute Rüstung, glaube ich. 23, 31 leicht. Ich habe das Geld. So. Was hat der für eine? 16. Die tauschen wir den noch. So, und jetzt kommt der Speer hier. Stärke 1. Stärke 11. 11, 11, 11. Stärke 8. Wäre auch eine Verbesserung. Deutlich. Wird auch gekauft. So, verkaufen, verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Das Blumenzeugs kann hier mal weg. Obwohl, verkaufen tue ich beim Schmied lieber. Dann habe ich das irgendwie alles da liegen auch, wenn ich es mal wieder brauche. Na?
Mal gucken, was der hier hat. Der hat nur ein bisschen Essen dabei, das brauche ich eigentlich nicht. So, okay. Ach, kurz sammeln und mal schauen, was ich hier habe. Ich würde sagen, die besonderen Sachen packe ich erstmal in die Kiste rein. Da werde ich auch mal vielleicht die Keule mittlerweile rausnehmen. Die Keule ist scheiße, glaube ich. Zumindest so, wie ich sie habe. Und gut spielen konnte ich mit der damals auch nicht. Ich behalte mir lieber hier solches Blut oder sowas. Die Keule werde ich verticken. Pestleder weiß ich auch noch nicht, was ich damit anfangen kann. Vielleicht später irgendwann. Hammel-Eintopf könnte ich lernen. Ich habe aber noch gar keinen Koch. Oder doch, mittlerweile habe ich, glaube ich, sogar einen Koch. So, Jagdbefehl. Okay, kurz mal zum Schmied. Die kannst du mal mit hier ins Inventar packen. Was ist das hier nochmal? Ach so, das ist mein Passierschein. Das ist die Jagd. Ich glaube, so viel Stoff brauche ich nicht. Ich lasse mal 25. Leere Flasche brauche ich nicht. Ganz viel Rattenfleisch, 14. Ganz viel Kadaver habe ich. Und ein paar Brote und normales Fleisch. Essen brauche ich mich, glaube ich, erstmal nicht einzudecken. Das werden wir einfach essen, was da ist. Lernen. Jetzt gucke ich mal wegen Waffen. Beziehungsweise mein Schmied ist, glaube ich, noch nicht gut genug, um weiter zu leveln, oder? Wo ist mein Schmied? Novize, ja. Novize. Er müsste noch ein bisschen was basteln. Wie sieht's mit dem hier aus? Was hat er für ein Schwert? Sein Schaden gefällt mir nicht. Oh, der braucht irgendwie ein bisschen. Bogen. Was für ein Bogen habe ich gelernt? Langbogen 7. Und der hat Jagdbogen 8. Vielleicht kann ich einen besseren Bogen basteln. Schmied. Langbogen. Ich brauche Holz. Ich habe kein Holz. Kein Holz. Holz würde ich in der Zuflucht finden. Was könnte ich sonst noch bauen? Die Rüstung gefällt mir hier nicht. 26 nur. Er kann nur mittlere Rüstung tragen, okay. Was für eine Rüstung könnte ich bauen? Also das... Eine bessere kann ich gar nicht bauen, es sei denn, ich treffe alle Skillchecks hier, dann wird sie ein bisschen besser. Wie sieht's aus mit dem Schild? Ich könnte vielleicht ein besseres Schild lernen. Das wäre vielleicht eine gute Maßnahme. Dann könnte ich zwei Schilder bauen für meine Jungs. Rüstung 5, 11% Abwehr. Was haben die denn gerade an? Der hat nur noch so ein Holzschild. Und
der 5% Elf dasselbe, aber ich könnte es besser craften mit Glück. Aber das kostet auch wieder Holz. Aber ich könnte mittlerweile Holz hacken gehen, oder nicht? So, ich gebe mal kurz die Quest ab, damit ich meine Belohnung einkassiere. Die könnte ich ja... Ach, die kann ich nebenbei annehmen. So, also Holz könnte ich kaufen, entweder in der Zuflucht. Obwohl, nee, die sind doch in die Stadt gezogen. Da lebt ja keiner mehr. Wo leben die denn jetzt? Finde ich die auf dem Markt? Hast du Holz? Nee, du hast Leder. Und Eisenerze, okay. Gerade im Angebot sind. Tja, die Frage ist natürlich, ist noch irgendjemand in der Zuflucht? Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Dann lass mich mal auf die Map gucken. Was haben wir hier? Fischerei. Hof. Irgendeinem Hof oder ähnlichem. Was ist das? Hochlandlager. Gibt's irgendwie ein Holzfällerlager? Irgendeinem Hof kann man Holz abbauen. Waldbauernhof. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo. Sonst gehe ich zum Auftrag. Glaub hier irgendwie an den ganzen Lagern vorbei und guck einfach mal. Oh, da hinten. Soll ich mich mit den Phantomen anlegen? Das wäre ja... Das müsste doch zu packen sein mittlerweile. Stufe 4. Wer ist denn als erstes dran? Sehe ich nicht, sehe ich nicht. Also zwei, die ich nicht sehe, die können mal von überall kommen. Okay, ziehe ich meine Jungs zu den anderen, würde ich sagen.
Einmal hier hin. Einmal den Speer. Einmal das und ranstellen. Okay. Der kommt als nächstes, danach der. Dann würde ich fast sagen, nochmal genau dasselbe. Was ist das denn? Oh. Ach so, wegen dem neuen Speer. Der hat eine andere Fähigkeit als normale Attacke, Hauptattacke. Okay. Versuchen wir erstmal die hier zu töten. Gar nicht mal so schlecht. Bogenschützen nachziehen, damit die da nicht so alleine rumgammeln, würde ich fast meinen. Oh, 71% aus dem mein Kollegen trifft. Das ist natürlich schlecht. Der da hinten ist dran. Dann mache ich nichts mit dem, würde ich meinen. So, dann kommst du jetzt nach vorne. Ist auch nicht der beste Schütze, glaube ich, von hier aus. %28, dass ich meinen eigenen treffe, das ist viel. Dann mache ich auch nichts. Treffe ich noch gerade so? Ich hoffe, hinter mir ist nichts aufgetaucht. So, wer ist dran? Du, du und du. Mache ich denen hier eine Todesfalle? Einmal so. Auch Glück gehabt, der ist nicht rangekommen. Der und der, okay. Mache ich dasselbe nochmal. Oh gut, das sollte der nicht machen, aber egal. Der muss aufpassen. Der hat schon ganz schön viele Stacks von dieser Furcht bekommen. Oder was auch immer das ist. Schrecken. Okay. Der unten und der unten. Das heißt, ich kann jetzt mal so richtig reinhauen. Kriege ich hier beide erwischt? Ja, sehr gut. Und dann noch mal den hier. Ja, ist nicht schlecht. So, danach der.
Ich weiß nicht, ob der sich hier durchquetschen kann. Aber vielleicht kann ich das ganz cool hier regeln. Harpune hier durchwerfen. Und ihn pieksen. Und zurück. So, du da unten bist gleich dran. Er sollte nicht unbedingt noch mehr Schrecken bekommen. Ich lauf mal mit dem hier hin, versuch mal bisschen abseits zu bleiben. Schade. Den nächsten Wald sehe ich nicht, wo der ist. Okay. Was habe ich noch? Ich habe noch den Speerkämpfer. Der könnte hier so reinwerfen. Ja, ich glaube, das... Oh, hier ist auch noch einer. Speerkämpfer und der. Danach der und danach der da unten. Aber... Ich werde trotzdem hier versuchen, die drei zu treffen. Oh shit. Zu weit weg. Noch näher. So. So. Und abhauen. Na? So, der und der da hinten. Und ich habe nur noch ihn. Ach du Scheiße, der kommt ja direkt hinter mir raus. Okay, welche Wildschweine? Du und du. Ich würde sagen, ach Scheiße, mir fehlen Tapferkeitspunkte. Oh je, oh je. Du, der hier. So, du bist dran, mein Freund. Oder du? Sehr schön. Wer ist danach dran? Er und er. Gerne meine Leute hier irgendwie schützen. Der
Und der. Komm, dann kannst du dich mal befreien. Und mal mit an die Front rangehen. Oh, der hält aber nicht mehr so viel aus. So, du bist im Kampf gebunden. Kannst du dich lösen? Ja, kannst du. Der ist ganz schön eingeklemmt hier, der kann so mal gar nichts machen. Kann er jemanden töten, dann könnte er danach ein Sperrfeuer. Aber ich habe Angst, mit ihm hier hinzulaufen. Vielleicht könnte er ihn töten. Schaden 7 bis 13, Leben 21. Nö, den wird er nicht töten. Dann schieße ich auf den Albtraum. So. Kann immer noch nicht abhauen, leider. Kollege, geh du mal den da hinten aufhalten, dass er hier nicht zu nah rankommt. Okay, schön. Fast zerlegt. Oh, Glücker. Er ist auf ihn gegangen. Wen habe ich noch? Den Tank. Oh, den Speerkämpfer. 33. Und vielleicht ihn oder ihn. Lieber ihn würde ich fast meinen. Fertig. So, jetzt noch der Tank. Ach, ich habe noch die ganzen Buggies. Okay, die Buggies, brauche ich die jetzt? Ne.
Du klopp dich mal mit denen hier. So. Oh, könnte ich hier irgendwie durchschießen? Ich glaube nicht. Den könnte ich vielleicht anhitten. Wird aber nichts bringen. Dann gehe ich auf den Albtraum. Und hol mir jetzt mal ein paar von den Tapferkeitspunkten. Das passt. Und der Rest kriegt hier irgendwie... Wer ist als nächstes dran? Der hier. Danach. Die da hinten. Ich gehe mal hier rein. Und mach das Sperrfeuer. So. Ach, schade. Der auch gerne mal da reinrennen könnt. So. Sehr schön. Und so. Wen habe ich? Ist der irgendwie eingeklemmt? Ja, das ist der Eingeklemmte. Er könnte das jetzt beenden. Mache ich lieber auch. So, und du gehst mal deinen Kollegen da hinten heilen. So. Du kannst hier mal raufkloppen. Kann eh nichts anderes machen. Ach, schade. Ihr könnt ihn auch töten. Na Gott sei Dank, er macht das dann wenigstens. Oh nein, der erste haut ab. Wenn er verlässt den Kampf, aber nicht dem Tod und taucht nach Ende des Kampfes wieder auf. Okay, Gott sei Dank fangen die jetzt an abzuhauen. Jetzt ist es schon fast vorbei. So, du kannst weiter so bleiben. Du kannst hier mal... Ja, komm. Und löse dich mal hier so ein bisschen aus der Gruppe. Jetzt haben wir noch ihn hier. Der kann auch gut kämpfen. So, wen habe ich noch? Ihn und ihn. Der ist nicht mehr rangekommen. Ne, du kriegst ihn bestimmt nicht getötet, aber du... Aber vielleicht wäre es besser, wenn du dahin schießt. Ne, lieber nicht. Lieber hier finishen. Punkt absahen. Hier nochmal ran. Sperrfeuer auf ihn hier. Oh, wo kommt der denn her? Na gut, ich dachte, der wäre dran.
Du. So. Und so. Du, was machst du? Kriegst du ihn weg? 10. Vielleicht. Wir versuchen es. Okay, hat geklappt. Und wieder zurück. Du bist ganz schön schwach auf der Brust. Dich habe ich noch. Dem geht's auch nicht mehr so gut. Hä? Was war das denn? Bescheuert. Hat gar nichts gemacht. Nochmal. Puh, okay, cool. Cool. Endlich mal diese Viecher besiegt. Ah, gibt jede Menge Fleisch. Die Dinger ein bisschen. Weißes Leder, oh, schön. Plündern, 11 Rap-Kits, nicht schlecht. Und heilen. So. Oh, ich muss fasten. Oh je. Oh, komm. Lauf nicht weg. Oh, na gut. Na gut. Ah, sollt bezahlen. Heute gibt's nur Kadaver. Oh, und doch nicht. Dann gibt's auch Rattenfleisch. Und eins so. Ein Steak. Wer greift mich an? Wer greift mich denn an? Gar nicht so wenige. So. Wer ist denn bei euch zuerst dran? Der da hinten. Was ist denn das für einer? Speerkämpfer, okay. Wie mache ich das hier mit euch? Tanks bitte nach vorne. Bogies nach hinten. Fange ich vielleicht hier drüben an zu kämpfen? Und vielleicht sogar so. Aber eigentlich völlig egal, ob so oder so. Oh, die sind aber gar nicht mal so ohne, sehe ich gerade. Sehr gut, der kommt nicht ran.
Was ist mit dir? Erwischst du beide? Könntest du beide erwischen, wenn ich dich so hinstelle? Ja, okay. Oh, anvisieren. Interessant. Interessant. Dann werden wir das aber leider lösen müssen. Muss ich meinen Sprint einsetzen, aber mache ich. Das wollen wir nämlich nicht. Er macht das auch. Na gut, na gut. Och, 23%, dass er ihn trifft. Mein Gott, ich muss das versuchen. Ich will das versuchen. Ein Leben. Wirklich ein Leben hat er noch. So, ich kann das auch. Was war das denn für eine Aktion? Sperrkämpfer. Ne, ich gehe mit dem Tank gegen ihn hier, bevor der da auch irgendwie hier sowas macht. So. Gut, 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 gut. Du. Machen wir das mal so, das Verfahren. Warum nicht? Fertig. Ich werde mich nicht bewegen. Ha! Aber du bewegst dich anscheinend. Ne. Da ist mein Bogenschütze. Ich töte den hier mit dem Wurf. Och Mann, schon wieder. Wieso zeigt er mir an, dass er ihn erwischt und dann erwischt er ihn aber gar nicht? So, mit denen kann ich mich nicht bewegen. Was habe ich noch, womit ich mich bewegen kann? Er ist eingekesselt. Speerwerfer. Er könnte sich um ihn hier kümmern. So. Und fertig. Nur noch einer, um... Ja, dann gehe ich ran. Dann gehe ich ran. Soll er seinen Reflexschuss haben?
So, okay, cool. Das war nicht nett. Wir wollten schon zusammen kämpfen hier. Ganz schön hinterlistig, der Typ hier. Naja, jetzt ist egal. Jetzt kämpfe ich mit jedem einmal durch hier. Jeder darf noch mal. Nicht übertreiben, Kollege. Das kriegst du zurück. Naja, warte. So. Ich mach mal mit ihm mal nichts, weil ich will mit ihm den Kill holen. So. Und jetzt habe ich zwei Tapferkeit. Jetzt kann er sich endlich mal rächen hier gegen ihn. Einmal das. Und einmal das. Sehr gut. Der andere will abhauen. Ja, okay. Bogen. Bogen der Legion. Gucke ich mir mal später mal genauer an. Oh, ich habe fast keine Repkits mehr. Ausgeruht bin ich. Mehr oder weniger. Was war das gerade? Sägewerk. Sägewerk hört sich gut an. Ich habe doch Holz gesucht. Oh, schönes Ding. Endlich. Ach Mist. 5 Holz. Oh, das ist aber... Naja, naja. War hier irgendwas? Nö. Sonst liegt hier kein Holz mehr herum, ne? Wo bin ich denn hier im Sägewerk? Sägewerk. Okay. Jetzt gehe ich da später einfach nochmal vorbei. Versuche nochmal zu ernten. Stärke. 9 Stärke. Spalten. Was hat er? Abfangen. Was? Abfangen. Zieht sich zurück und greift in gerader Linie an. Das habe ich doch, glaube ich, eben gesehen. Fügt einfach auf diesem Weg 65% Schaden zu und bewirkt eine Runde lang Verlangsamung. Ja, aber das... Das kann auch nicht seine Attacke sein. Also, ich meine, die Fähigkeiten von den Waffen, wie hier das Abfangen bedeutet ja, das ist seine Hauptattacke. Seine quasi ganz normale Hauptattacke. Und mit seiner Hauptattacke läuft er durch die Leute, das, was eben im Kampf passiert ist, mit dem Gegner. Aber dann schlägt er ja niemals mit dem Schwert so richtig zu. Er kann dann immer nur durch die Leute laufen. Mach ich mal nicht. Bin ich mir unsicher.
So, 9 und der hatte 6. Okay, der ist schlecht, schlecht, der ist schlecht. Aber der hat Feuerbefehl. Ich brauche ein paar neue Rap-Kits. So, du kannst den Bogen haben, die leere Flasche. Essen. Oh, ich habe 15 Steaks mittlerweile. Okay. Und noch das hier. Wolfsfleisch. Also mit Essen bin ich sowas von bedient. Ich habe jetzt ein bisschen Holz. Was war der Plan? Schild lernen war der Plan. Schilder. Eisenplatte. Erstmal. So, kann ich jetzt eine Eisenplatte bauen? Ja, danke, Kollege. Der hier. Könnte ich sogar zweimal. Ich versuche da mal eine gute rauszubekommen. Mal sehen, vielleicht habe ich Glück. Oh, geil. Viermal getroffen. Viermal getroffen und Rüstung plus 7. Ja, danke. Echt jetzt? Rüstung plus 5. Ja, so ein bisschen besser. Bisschen besser. Er ist noch ganz schön low equipped. Ich bräuchte noch einen Bogen für ihn. Und du, ja, dann kriegst du wenigstens die hier. Kann ich noch einen Bogen craften? Habe ich noch genug Zeugs? Langbogen. Holz fehlt und Seile fehlen. Seile kriege ich, Holz nicht. Aber eine Rüstung hat er auch nichts Gutes, oder? Ne, dann kriegt er eine Rüstung. Eine Rüstung kann ich noch craften. Wird der Schmied wenigstens ein bisschen leveln. 5 und 8. Eisenerz kriegen wir in den Minen. Könnte ich nachher kurz abholen oder abernten gehen. Versuche ich mal eine gute Rüstung zu craften. Na gut, 3 getroffen. Das ist okay. Mit 2 Sockeln. Das ist okay. Danke. Okay. Wo ist mein Boogie? Ach verdammt, das ist eine mittlere Rüstung. Ich Idiot. Oh. Mein Gott, die ist ja ganz schön fett. Schaden aus Gelegenheitsangriffen. Wer macht von meinen Jungs Gelegenheitsangriffe? Nur die Bogenschützen, meine ich, oder? Mit ihrem Speerfeuer. Weil die Rüstung könnte jemand gebrauchen, der irgendwie Gelegenheitsangriffe macht. Aber ich glaube nicht, dass meine Bogenschützen schwere Rüstung tragen können. Leichte Rüstung. Na gut, aber irgendjemand könnte ich die anziehen. Die ist ja ganz gut gelungen. Was ist mit dir hier? Die leichte Rüstung ist fast schon besser wie die mittlere Rüstung.
Da kriegt er die. Er steht ja viel an der Front. Dann kriegt der die. Und er bräuchte eine Axt, aber ich brauche erstmal Holz und Holz und Eisen. Kurz mal gucken, wo ich dafür hingehen könnte. In die Salzmine. Ich gehe mal kurz zur Salzmine, ein bisschen Eisen abfarmen. So, hier auch noch mal. Okay, 17 ist schon mal ein Anfang. Erstmal wieder zurück. Ich guck mal, ob ich ein paar Händler bei der Stadt ab greifen kann, um ein bisschen Holz noch zusätzlich zu bekommen. Wieso laufen die denn hier ineinander? Paar Rap-Kits, so ein bisschen Kohle brauche ich nicht, Kollegen. Keule verkauft er. Oh, und eine ganz schön gute Rüstung. Also ich. 42 Rüstung. Und die ist nur eine mittlere Rüstung. Ich gucke erstmal nach der Keule. Meine Keule macht plus 7 zertrümmern. Plus 10. Schädliche Einsatz. Füge dem Ziel 80 bis 100% Schaden zu. Wenn das Ziel mit dieser Fertigkeit in den Kampf verwickelt ist, wird bei ihm eine Runde lang anfällig bewirkt. Anfällig, was ist das? Erlittener Schaden um 30% erhöht. Okay. Also grundsätzlich macht die Keule schon mehr Schaden wie meine. Nehme ich. Und die Rüstung, also eben viermal getroffen mit meinem Rüstungsskill. Die ist ja nicht mal annähernd auf dem Level. Nicht mal annähernd. Für eine mittlere Rüstung. Kaufe ich ebenfalls. So, die Keule kriegt der Kollege. Neue Keule in der Hand. Schön. Sieht ein bisschen barbarischer aus. Gefällt mir. Nicht so modern. Deine Rüstung ist fett? Ja, deine ist ganz schön fett. Die behältst du auch. Wer hat jetzt die schlechteste mittlere Rüstung? Der sieht schon mal nicht gut aus. Das ist leichte Rüstung, leichte Rüstung. Das ist die andere, die ich eben gemacht habe. Und du hast eine dicke. Er hat die schwächste Rüstung an. Das wird sich deutlich verbessern. Bumm. Okay. Gut, dass ich euch noch angehalten habe, kurz vor der Stadt. Ich noch mal zum Schmied. Vertick ihm mal die Rüstung, die alten.
Den Rubin können wir verkaufen. Das alte Schild kann weg. Ich würde gerne, was wollte ich kaufen? Noch ein bisschen Leder kaufen. Leder kriege ich. Oh ne, nicht hier, auf dem Markt. So, 10 Leder nehme ich. Danke. Und jetzt nochmal Holz. Holz könnte ich vielleicht nochmal... okay. Holz, ich weiß nicht, wie oft das spawnt, dieses Feld hier. Beim Sägewerk haben wir noch irgendwas Ähnliches. Gusthof, Fischerei, Berg, Schafstall, alter Leuchtturm, Mühle. In der Mühle könnte ich vielleicht Getreide finden, wäre auch interessant. Dann könnte ich mir selber Essen gut craften, auch wenn ich es gerade nicht brauche. Hoflund, dann kriege ich nichts. Waldbauernhof. Könnte sein. So, soll ich die Quest noch machen oder soll ich ins neue Gebiet? So langsam könnte ich. Kurz was trinken. Kann ich die Quest irgendwie auswählen? Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. Irgendwie nicht. Jetzt würde ich natürlich ungern weggehen, ohne die hier zu machen. Dann komm. Ich mache die Quest, komme nochmal in die Stadt zurück, gehe nochmal am Sägewerk vorbei. Vielleicht kann ich dann nochmal Holz nehmen. Und dann geht's ab in die neue Stadt. Uiuiui. Uiuiui, das wird cool. Dann bin ich hier wirklich ziemlich durch. Nicht so erfolgreich, weil das mit den Ratten habe ich ja nicht so gut hinbekommen. Aber ja, egal. Zweihand-Axt. Oh mein Gott, schon wieder so eine fette mittlere Rüstung. Schon wieder so eine fette Rüstung. Deutlich besser als die hier, oder? Ja. So. Und so. Ah, ich brauche Holz. Oh, da ist Holz. Ich muss auch gleich rasten. So, wo muss ich hin? Links halten. Muss ich da auf den Berg hoch? Bin mir nicht sicher. Ich raste erstmal. Das kann weg. Das. Und das. Okay, gut. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um, ob ich irgendwelchen Loot hier liegen gelassen habe. Dann greife ich das auch mal ab.
Ich glaube, ich muss hier hoch, oder? Ja. Und ich muss das hier mit der Jagd mal überbrücken. Stimmt. Ich habe das ja jetzt geschafft eigentlich, oder nicht? Ich gehe mal gleich nochmal zu dem rüber und frag mal, ob der zufrieden ist. So, wo seid ihr? Links. Also, oh, Holz. Sehr schön. Und da sind sie ja. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, meine Jungs stehen ein bisschen sehr verstreut. Für den einen hier bräuchte ich nur den Tank. Eigentlich. Aber gut, das machen die dann zu zweit. Oder? Nö, vielleicht so. Wer ist zuerst von denen dran? Da hinten. Der da. Da sind sogar zwei Bogenschützen. Vielleicht schicke ich meinen Tank darüber, der sich um die zwei da kümmert. Aber dann haben die hier nichts. Oder lasse ich die Bogenschützen erstmal außen vor. Ich kümmere mich vielleicht erstmal um den hier. Der wäre danach auch dran. Machen wir das. Dann kann er schon mal keinen Unsinn machen hier. So, der wäre schon mal erledigt. So gut wie. So, danach wäre er und dann nochmal er. Ach nee, das wäre er gewesen. Hä? Und dann nochmal der Boogie. Dann erst er hier vorne. Also zweimal die Boogies da hinten. Mache ich mit den Boogies da hinten? Wie stark? Kann ich gucken, wie stark deren Attacke ist? Also die werden mich auf jeden Fall zurückschleudern. Hier ist eine Falle, besser hier ein bisschen aufpassen. Mit ihm hier kann ich noch nichts wirklich anfangen. Ja, ich kümmere mich hier lieber um die Assassinen. Die sollen hier keinen Blödsinn machen. Oh, das ist jetzt die neue Attacke. Und das. Und ja, komm, dann ist er tot. Okay, das war klar. So, als nächstes um ihn hier kümmern. Müsste so ein bisschen außen rumlaufen. Jetzt er. Ach Mist, er kommt noch mal dran. Das ist natürlich sehr schlecht. So war das nicht geplant. Dann macht er ihn jetzt fertig. So, der Bogenschütze.
So, wer kommt danach dran? Der da hinten. Der da hinten, wenn er hier so schön querfeld reinläuft, dann wird er erstmal durch die Falle tappen. Danach der hier. Und dann ist die Runde um. Ich habe noch übrig die zwei. Beide Bogenschützen. Dann kümmern die sich vielleicht um ihn hier. Sehr schön, ist durchgelaufen. Das hilft. Oh, schöner Hit. Oh, der ist nicht rangekommen. Ganz knapp, ganz knapp. So, wer ist als nächster? Der hier. Danach. Der hier. Dann machen wir erstmal den hier weg. Und rücken ein bisschen vor. So. Ja. So, danach ist er hier nochmal dran. Dann wird es Zeit, dass ich ihn im Kampf binde. Und zwar auch direkt mit dem Tank. Einmal hier zertrümmern. Puh, ich habe schon das Gefühl, dass das richtig gut ist. Verletzender Schaden um 30% erhöht. Weil ich gekrittet habe, hat er jetzt den Debuff bekommen. So. Und wir rücken mal hier an ihn ran. Werde ich den mal von hinten pieksen. Das passt. Mal hier hin. Okay, das war vielleicht nicht so clever, aber spielt keine Rolle mehr. Nur noch er hier ist übrig geblieben. Was habe ich noch für Einheiten? Ach ne, der da hinten auch noch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ihn hier fertig erstmal. Die wollen fliehen. In Ordnung. Quest erledigt, würde ich sagen. So. Kopfgeldmission abgeschlossen. Oh. Oh. Soll ich es nochmal versuchen? Da sind schon wieder Phantomwölfe, glaube ich. Sieht fast so aus. Ich bin unsicher. Doch, ich habe mich gerade ganz schön gepimpt mit Rüstung und Waffen. Komm. Kommt ran, Jungs. Kämpfen wir. Oh je, ich habe nicht gespeichert, ne? Oh je, das kann wieder ganz schön böse ins Auge gehen. So. Ihr komischen Dinger. Puh. Also wenig sind das ja nicht. Wer ist zuerst dran? Der da hinten. Ich glaube, er wird gar nicht an mich rankommen. Er könnte hier, ja, vielleicht doch. Danach der hier. Mit wem fange ich an? Mit wem fange ich an? Er hier, er hier. Dann würde ich fast sagen, ich bereite ein Sperrfeuer auf und den könnte ich blocken.
Ich könnte den zurückwerfen. Wenn ich Glück habe, geht er hier irgendwie in die Mitte rein, sodass hier und hier kein Platz mehr ist. Dann müsste das Schwein hier rumlaufen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Danach der, danach der. Wir versuchen es. Einmal so. Einmal ihn zurückwerfen, bitte. So. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Und der, er kommt dann ran. Mache ich ein Sperrfeuer. Ich baue mich nachher mit meinen Tanks vor ihm hier auf. Gegen ihn werde ich da jetzt nichts machen können. Aber den stupse ich dann wieder mit einem Sperrträger zurück. Ja, das hat geklappt. Er muss außen rumlaufen. Damit macht er erstmal gar nichts. Okay, das war zu erwarten. Das ist noch nicht schlimm. Einmal Schrecken kann er haben. So, danach der und der da hinten. Okay, ich muss ihn zurückbekommen. So. Kann er noch weiterlaufen? Er könnte ein bisschen weiterlaufen. So. Okay, ich bin dran. Er und er. Kommt der hier durch? Ich weiß es nicht. Er wird auf jeden Fall hier reinlaufen. Dann werde ich ihm hier eine Doppelfalle stellen, würde ich fast sagen. Hierhin kann ich nicht. Mist. Ich habe ja gar keine Tapferkeitspunkte. Risikoschuss. Mist. Dann hole ich mir Tapferkeitspunkte. So. Dann schieße ich zwar jetzt mit dem nicht. Aber ich mache das trotzdem so. Okay, sieht gut aus. Er hier vorne hat noch einen Schuss. Er hat zwei Schüsse. Jetzt auch nicht mehr. Jetzt hat er einen Schuss noch. Beide einen Schuss noch. Der da oben kommt dran. Er wird hier und hier auf die Nase bekommen. Dann ist das Sperrfeuer aufgebraucht. Danach, der da hinten. Könnte ich Glück haben, dass er nicht rankommt. Und er hier vorne direkt. Dann kümmere ich mich auch um den hier vorne direkt. Mit dem hier. Dann gehe ich nämlich hier zwischen die beiden. Und kriege den vielleicht weg. Mit Glück. Das hat geklappt. Okay. Und vielleicht wieder einen Meter zurück. So. Ach, verdammt. Zwei Leben. Ach, das ist Pech. So, wen habe ich noch? Mein Main Tank. Mein Axt Tank. Und mein Speerträger. Als nächstes kommt der da hinten. Und der hier vorne. Den hier vorne. Krieg ich den komplett weg. 22, 13 werden maximal 35 Schaden. Schafft er nicht. Sagen wir mal 14 und 3 mal 6. 32. Kriegt er auch nicht weg. Was habe ich noch? Und mein Main Tank. Mein Main Tank könnte ihn wegbekommen, weil den Skill kriegt er auch noch. Drauf da. Machen wir auch. Einmal. Doch, sogar noch einfacher, wie ich dachte. So. Wie weit kann ich noch laufen? Oh, ich komme noch hier ran. Dann töte ich den auch noch. So. Oh, der kann gut weit laufen. Okay, du bist dran oder du. Als nächstes der und der. Und danach der und dann gibt's neue Runde. Ich denke, jetzt baue ich einfach die Front auf. Ich
Geh mal hier ran. Bumm. Und bumm. So, okay, jetzt habe ich... wer kommt danach dran? Der hier. Und nochmal danach der hier. Also ich habe ein bisschen Zeit. Ich könnte hier vielleicht einen Speer durchwerfen. Ich werde es versuchen. Dann steht der da zwar blöd. Das passt. Dann mache ich das. Er ist nicht gestorben, schade. Okay, na gut, egal. Das war trotzdem ein guter Hit von ihm. Neue Feinde im Anmarsch. Hinter mir. Ich weiß nicht, wie viele. Aber ich konzentriere mich trotzdem erstmal hier vorne drauf. Was ist dann? Der hier wieder. Und danach... Oh, danach schon der da unten. Er wird straight auf ihn laufen. Schade, dass ich keine AOE mit dem Bogenschützen habe. Ich weiß nicht, ob sich ein Sperrfeuer nach hier unten lohnt. Ich weiß nicht, wie viele hier unten noch kommen oder ob das hier der einzigste ist. Aber Punkte hab ich. Tapferkeitspunkte. Das wäre jetzt nicht das Problem eigentlich. Oder? Hier lohnt sich das alles nicht, weil die werden sich alle nicht bewegen. Nein, ich lasse das erstmal. So. Mein Axtkämpfer ist dran. Oder auch nicht. Ich könnte mir jemand anderen aussuchen. Der kann ihn töten. Sauber. Dann kann ich direkt nochmal so eine Harpune werfen. Und zurückgehen, damit ich einen Skillpunkt zurückbekomme. Einen Tapferkeitspunkt. So. Mal gucken, wie weit der hier kommt. Sehr schön. Er kommt nicht dran. Okay, du bist dran, oder? Dich brauche ich eigentlich nicht. Ich fange hier mal an aufzuräumen. Ja, zuerst der und der da hinten. Er hier wird wahrscheinlich auf ihn laufen. Ich räume trotzdem auf. So, der bleibt hier mal stehen. Ach, kann der weit laufen, Mensch. So, mein Tank, was machst du? 19 Schaden, 24... Oder ich mache mit dem hier. Krieg ich da alle? Ich weiß es nicht. Wo ist er hier? Ich versuche mal, alle nochmal zu erwischen. Nee, erwische ich leider nicht. So. Und wieder zurück zu einem Verbündeten. Na, komm. Okay, cool.
So, mein Main Tank. Der könnte jetzt gut aufräumen. Für ihn wird sich's gar nicht mehr lohnen. Wer ist als nächstes dran? Der da oben. Mein Main Tank hat zwei Schrecken bisher abbekommen. Der eins. Wen habe ich noch frei? Ich habe noch den Bogey frei. Um den da unten muss ich mich aber auch irgendwann kümmern. Und am besten früher als später. Ich werde mit ihm hier ihn bekämpfen, weil den kriege ich damit auch komplett weg. Mache ich so, so. Und auf ihn vielleicht die Schwächung, wenn ich rankomme. Nö. Das war's. Weiter geht er nicht mehr. Hat er eine Schwächung? Eine. So, Skill, nee, noch nicht. Du. Okay, Albtraum ist da. Albtraum ist da. Wo ist er? Da unten. Mit ein bisschen Begleitern. Habe ich hier noch ein paar Begleiter? Hier ist auch noch mal ein Begleiter. Nicht so schlimm. Der ist als nächstes. Dann will ich ihn auch direkt mit dem Main Tank zerlegen. So. So. Und die Schwächung noch auf ihn hier. Erledigt. Du, was mache ich mit dir? Noch gar nichts. Wer kommt als nächstes? Der da oben und danach einer, den ich noch nicht sehe. Okay. Ich mache einmal so. Und einmal so. Oh, der kommt nicht ran. Glück gehabt. Wer ist als nächstes? Der. Und danach der da unten. Kriege ich ihn hier weg? Hier wäre ein Speer ganz nett. So. So. Und so. Der da unten und danach er da oben. Ich müsste mit dem Speerkämpfer so langsam aufrücken. Würde ich fast sagen, ich piekse den und versuche den auch nochmal zu pieksen. Einmal. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ja, das klappt. Und ich kann mich hier noch ranstellen. Perfekt. So, wer ist übrig geblieben? Bogenschützin und er hier. Danach kommt das fette Wildschwein da oben. Und danach der Albtraum. Dann kümmere ich mich mit dem Bogenschützen um den hier unten. Ich gehe aber immer Richtung leicht Richtung Albtraum. Der hier. Soll ich ein Sperrfeuer machen?
Wenn das Schwein hier runterkommt, dann kriegt er einmal auf die Mütze. Er hier kann sich dann sowieso nicht mehr bewegen. Und auf den Albtraum könnte ich zurennen. Mach ich mal. So, jetzt ist er nochmal dran. Auch bitte in Richtung Albtraum rennen. Oh, sehr schön. Tja, jetzt könnte ich hier komplett zumachen. Mache ich jetzt auch. Ob er ranrennen wird, ich weiß es nicht. Ich werde aber mal... ihn töten. Und mal gucken. Vielleicht kommt der Albtraum zu mir. Nee, macht er nicht. Seine Range reicht hier aus, um den anzugreifen. Oh, was hat er? Bindung des Schreckens. Okay. Na gut, dann war die ganze Action ganz schön umsonst, aber egal. Ich muss nur noch ihn erledigen. Wow. Für jeden Schlag kriegt er einmal Schrecken dazu. Das heißt, der Skill gegen so einen Albtraum, da ist nicht gut. So, einmal hier hin. Oh, der haut ab und tschüss. Gehen wir ein bisschen auf Seite. So. Jetzt darfst du auch nochmal. Oh, nee, ist doch nicht euer Ernst. Habe ich den jetzt da reingeschubst? Oh, ups. Ach du Scheiße, der ist fast tot. Ach du Scheiße, der ist fast tot. Ja, dann muss ich den jetzt hier aber ganz schnell erledigen. So, plündern. Haben wir wieder ein bisschen weißes Fell bekommen. Reparieren. Zweimal heilen. Das ist gar nicht so wenig. Aber Level up. Level up für den Langschwertträger. Verfassung. Hat er 2 Punkte drauf. Nehme ich auch gerne. So. Er hier auch Level up. Boogie. Level 4 geworden. Bewegung. Bewegung. Ich bin nicht überzeugt von Bewegung. Ich gebe ihm dann lieber Geschicklichkeit, auch wenn es nur ein Punkt ist. Und mein Pony hat ein Level up. Der kriegt Verfassung. Kann er mehr tragen. Und einen neuen Skill. Die Ermüdung deines Trumpf nimmt um 10% langsamer zu. Das ist schon mal cool. Renndauer, nö. Und das kann ich nicht, weil ich kein Kriegspony habe. Na, dann nehme ich auf jeden Fall das hier. So. Quest erledigt. Wölfe besiegt. Zurück. Dann würde ich doch sagen, zurück. Nochmal in die Stadt verkaufen.
Equip einkaufen, also essen, trinken und so weiter. Aber ich glaube, das brauche ich. Wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Verdammt nochmal. Brauche ich nicht. Essen habe ich 16 Wolfsfleisch, 16 Steaks, 5 Brote. Ich brauche Repkits auf jeden Fall. Holz und vielleicht nochmal ein bisschen Eisen. Habe ich hier irgendwo eine Mine in der Nähe? Ja, direkt hier habe ich ein Bergwerk. Oder ist der oben? Hier. So, ein bisschen abbauen. Hier auch. Oh Mist. Und hier ist noch eins. Okay, das ist die Hülle mit den drei Spots. Gut. Habe ich hier irgendwas vielleicht vergessen mal oder so? Sieht fast nicht so aus. Dann raus. Ich muss kurz campen. Also nicht campen, campen, sondern lagern. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. 7 Nahrung kostet mich mittlerweile das Ganze. Also wenn ich die 4er Stacks benutze, 4 Nahrung. Ein neuer Rekrut würde auch in der Regel, meine ich, 3 Nahrung kosten. Das heißt, mit 7 decke ich sowohl 7 als auch 8 Leute ab. Gut zu wissen. Könnte ich mir einen mehr dazu nehmen und das würde mich nicht unbedingt mehr Nahrung kosten, wenn ich immer dieses gesteckte Fleisch habe mit den 4 Nahrung halt. So, wo wollte ich hin? Rechts rum. Hallo Lady Rosie. Schönen guten Abend. Kurz hier mal geradeaus, ab in die Stadt. Ich brauche dringend ein bisschen mehr Holz, dann könnte ich wieder ein bisschen mehr craften. Erstmal zum Schmied. Schmied. Die kaufe ich mir mal die Repkits weg. Kaufe ich mal die Rüstung, den Rubin. Die leeren Flaschen. So. Mehr brauche ich, glaube ich, von dem hier nicht. Dann kurz zum Alchi, zum Apotheker. Heute ein neues Game, fragst du, Rosie. Also solange ich hiermit nicht durch bin, dann sieht's schlecht aus mit einem neuen Game. Und da ich natürlich ein Profi bin, da kannst du damit rechnen, dass ich also das schon recht schnell so in einem Jahr durch habe. Also bald kommt ein neues Spiel. So. Was wollte ich machen? Ich wollte mal nach dem Holz gucken. Da muss ich doch hier lang, oder? Ja. Wie war dein Tag, Rosi?
Ich muss hier kurz mal ein bisschen Holz hacken. Denn ohne Holz kein Level up. So. Zack. 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 Sehr schön. Holz abgeerntet. Jetzt habe ich 17 Holz. Damit kann man schon mal was anfangen. Zurück in die Stadt. Und die letzten Vorbereitungen für den neuen Ort, würde ich mal sagen. Du stehst in Neugraben. Okay. Oh, auf die Bahn warten. Ja, also das mit der Bahn warten, das kenne ich. Und hast du trotzdem nicht geschafft, die Bahn zu bekommen? Ah, furchtbar. So, das weiße Fell packe ich mal weg, das weiße Leder. Ach ja, ich wollte noch zu dem Jäger, das darf ich nicht vergessen. Da gehe ich auch sofort hin. Wo lebt der Jäger nochmal? Da oben. Vielleicht bin ich ja endlich fertig damit. So. Ich guck mal, wie ich da rumkomme. Ach so, Rosi, dann hat deine Bahn Verspätung, meinst du? Verstehe. Wie lange musst du denn noch nach Hause fahren? Hast du es weit? Was will der? Kehre siegreich zurück oder überhaupt nicht? Wer soll denn diese Quest verstehen? Muss ich die Reißzähne vielleicht in meinem Inventar haben? Hier, 500. Wie viel brauchst du denn? Kehre siegreich zurück. Oh, Rosi, das schaffst du schon. Irgendwann bist du zu Hause. Na, hier habe ich doch Reißzähne. Ich brauche Reißzähne. Ja, ich habe Reißzähne. 570 Stück. Was willst du denn noch? Rezept, Rezept, Tüftlerlehrling, okay, Tüftlerlehrling, Fleisch trockengestellt, oh, ach so, ich kann das mit Reißzähnen bezahlen, ich verstehe. Oh, haha, was ist das denn? Falle. Mit diesem Werkzeug können während der Rast kleine Tiere gefangen werden. Kann nur einmal verwendet werden. Oh, das ist ja interessant. Mit diesen Werkzeugen während der Rast kleine Tiere gefangen werden. Kann nur einmal verwendet werden. Ach so. Was heißt kleine Tiere? Fleisch trockengestellt. Bauplan.
Gegen blutende Ziele. Crit-Treffer gegen blutende Ziele um 10% erhöht. Lehrt euch Kulturschock. Okay. Lernt euch das Schmieden von Rüstungsverstärkung des Verteidigers. Okay. Lernt euch das Schmieden von Rüstungsverstärkung des Weisen. Hört sich alles cool an. Mäuse. Ja, das könnte sein. Das könnte sein. Ich würde fast sagen, ich kaufe mich hier auch voll ein. Ich meine, ich habe hier 570 Reißzähne. Ich will auf jeden Fall das Trockengestell. Bumm. Ich will... Lernt euch die Herstellung von scharfen Reißzähnen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Will ich aber auch. 100, obwohl... Was ist ein Kulturschock? Ist für einen Koch. Erfolgreich Schmied Novize, Rüstungsverstärker. Ich denke mal, das sind Platten, die ich dann in die Rüstung einbauen kann. Will ich auch lernen. Bumm. Hier ebenfalls nochmal Rüstungsverstärkung. Bumm. Ich zocke nicht so lange. Ich muss morgen früh wieder arbeiten. Ich hatte heute Spätdienst gehabt, deswegen habe ich ein bisschen spät angefangen zu spielen. Morgen aber direkt in die Frühschicht. Ich denke mal, eine halbe Stunde oder so noch. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Na gut, es ist erst 21:45. So ungefähr, denke ich mal. Ich will auf jeden Fall in der neuen Stadt noch ankommen, mich da kurz umschauen. Und ja, dann mache ich morgen weiter. Ich will auf jeden Fall das hier einmal probieren. Und... Das hier werde ich auch kaufen. So, da habe ich mich gerade gut eingedeckt bei ihr. Jetzt einmal lernen. Fleisch Trockengestell. Lernen. Sehr schön. Dann... Raumplatten. Rüstungsplatten meine ich. Plus 3 Rüstung. Erlernen. Oh, das kostet alles Rohstoffe. Okay. So, dann nochmal Rüstungsplatten. Wo habe ich die? Ja, damit. Dann Crit-Reißzähne. Was auch immer das ist, nehmen wir. So. Okay, gut was gelernt. Zuerst mal kurz zum Trockengestell. Vielleicht kann ich das schon bauen. Gehen wir hier raus. Kurz ins Lager. An die Werkstatt und ein Trockengestell. Ist wo? Brauche ich Seile. Seile kriege ich in der Stadt, glaube ich. Ja, ich muss morgen in die Frühschicht, Rosi. Ich fange an um 8 Uhr. Das heißt, so circa 7 Uhr aufstehen. Vielleicht noch ein bisschen früher. Mal schauen. Das ist in Ordnung. So, Jagd von Tiltren. Ich raff das nicht. Nördlich der Stallungen wurde eine Leiche gefunden, sagt er mir. Okay, nördlich der Stallung. Ich kenne nur eine Stallung, die ist hier. Stallung der Hochebene, nördlich. Ist hier, hier und hier. Keine Ahnung. Ich gehe da nochmal durch. Ich meine, ich bin da schon mal durchgelaufen. Ich werde es einfach nochmal versuchen. Da bist du raus. Naja, 7 Uhr aufstehen ist, denke ich mal, ziemlich Standard. So, hier bin ich nördlich, angeblich. Also würde ich meinen.
Und hier wurde ein Leichnam gefunden. Wo zur Hölle ist dieser Leichnam? Ein paar Pilze. Wo zur Hölle ist hier ein Leichnam? So, bin ich immer noch nördlich der Stallung? Bin ich. Ich guck mal, ob ich noch mal im Sägewerk ein bisschen rumhacken kann. Nö. Aber ich könnte ja mal kurz rasten und danach rumhacken. Jetzt will ich das mal mit diesen Tieren versuchen. Wie mache ich das? Ach, guck an. Ich lege das einfach hin. Okay, dann her mit den Mäusen. So, Essen. Njam, 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 njam. Steaks. Und ein Pilz. Ach ja, hier, das Lager hat Ressourcen produziert. Ein Kadaver und eine Ratte. Mit Mäuse lagst du gar nicht so schlecht, Rosi. Ist eine Ratte geworden. Und die Falle ist jetzt weg. Okay, die Falle ist jetzt weg. Ich würde mal behaupten, das lohnt sich nicht. Für das hier, was an Ausbeute rausgekommen ist. Na gut. Holzhacken geht leider immer noch nicht. So, jetzt bleibe ich hier mal nördlich und suche mal eine Leiche. Was ist das? Seid ihr das? Meine, es sollen ja Wölfe sein. Wow, das sind gar nicht so wenige. Das sind gar nicht so wenige. Okay, zuerst der hier und dann der hier. Er wird wahrscheinlich gar nicht durchkommen. Er hier schon. Er wird aber hier durch die Falle laufen. Dann würde ich fast meinen, ich werde hier einfach ein paar Sperrfeuer aufbauen. Einmal. Ja, so das geht auch. Dann wird der wohl doch durchkommen. Machen wir einmal so. Sehr schön. Als nächstes der und der. So und so. Okay, wir sind noch mal dran. Lohnt sich so mal gar nicht, aber eigentlich egal. Genau, renn du mal irgendwo hin.
So, du, mein Freund, kümmerst dich mal um ihn hier. Und fertig. Ich würde sagen, ich gehe in die Offensive. Oh nein. Oh, na Gott sei Dank. Ich dachte, ich hätte daneben geworfen aus Versehen. So, wen können wir jetzt nehmen? Du kannst dich ja mal hier befreien. Dann kannst du ja mal hier hingehen. Ihm eine reinzwirbeln. Dann kannst du mal hier hingehen. Ihm auch nochmal eine reinzwirbeln. Drei Hits, drei Tote. Na, nicht von hinten, Kollege. Muss ja nicht so sein. Ja, komm, geh du einen töten. So. Ich bin noch mal dran. Was machen wir? Mit dem könnte ich mal hier ranrennen. Einmal so und so. Fertig. Du kannst dich mal hier um ihn kümmern. Oder auch nicht. So. So und so. Vielen Dank, Rosie. Ich wünsche dir natürlich auch einen schönen Abend. Schön, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Kannst du natürlich gerne morgen oder so, wenn du mal Zeit hast, nochmal rumkommen. Hab einen schönen Abend auf jeden Fall und komm gut nach Hause vor allen Dingen. Okay, die geben auf. Einsammeln, reparieren. Ich bin überladen. Wow. Das war ich schon lange nicht mehr. 12 Kadaver. Ich werf mal die Kadaver weg. So, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Was ist das? Ich bin direkt schon wieder überladen. Ja, was werfe ich weg hier? Also. Ich weiß nicht, ob ich schon irgendwas mit der Quest, irgendwas vielleicht falsch gemacht habe, weil da stand ja eben, dass ich die Phantomwesen besiegen soll. Die habe ich schon besiegt. Zweimal. Und die sollen nördlich der Stallung sein. Die tauchen aber überall hier auf der Karte auf. Ist völlig egal, ob das nördlich oder westlich ist. Also entweder ich muss hier warten, bis die hier mal nördlich auftauchen, oder ich verstehe die Quest einfach nicht.
So. Schmied. Das kann weg. Das kann weg. Viel zu viel davon. Kein Wunder, dass ich so derbe überladen bin. Was habe ich denn noch in der Truhe drin? Kann ich den Wachhocker eigentlich jetzt leeren mittlerweile? Und das hier ist ein Kochrezept für einen Hammeltopf. Kochlehrling. Was hast du denn eigentlich für einen Beruf? Gar keinen Beruf. Habe ich keinen Koch im Team? Okay, wer wird der Koch? Kochen bewirkt was nochmal? Verfassung. Verfassung ist gut für beide. Für ihn vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Dann wird er kochen. Oder? Vielleicht mache ich später aber aus ihm einen Zweihand-Axtkämpfer. Sind beide Koch. So, dann versuchen wir jetzt das mal zu lernen. Den Wachhocker kann ich lernen. Den Hammel-Eintopf nicht. Warum auch immer. Erfordert Kochen Lehrling. Achso, ich bin Novize. Verstehe. Da muss ich dann noch mit warten. Ups. Was passiert hier? So. Da muss ich damit noch warten. So. Das wiegt alles. Und ich weiß nicht. 40 Essen. Komm, die nächste Mahlzeit wird hier ein richtig fettes Wolfsgericht. Nennen wir das mal. Dann ist das auch mal aus dem Lager raus. Okay, so. Den Hocker bauen vielleicht. Wachhocker. Holz, dies, das. Okay, machen wir. Danke. So. Du. Okay, dann ist der besetzt. Das andere passt eigentlich soweit. Tja, ich würde sagen, fertig. Erste Map geschafft. Als nächstes wird dieses Gebiet hier aufgedeckt. Ich überlege, ob ich das echt noch heute machen soll. Eventuell mache ich das dann morgen. Morgen habe ich deutlich früher Feierabend. Dann kann ich mich auch wirklich ein paar Stunden länger hinsetzen und das Gebiet so von Anfang an ran angehen, sozusagen. Ich glaube, das passt. Das mache ich, werde ich morgen machen. Hier ist alles erledigt. Alle Quests abgeschlossen. Mein Wissen, da passt es noch. Ich habe noch 2 Fähigkeitspunkten, 8 Leute. Die Leute noch mal kurz durchgucken. Stehen alle. Er braucht noch eine Axt. Stimmt. Ihn könnte ich vielleicht noch irgendwie anders umbauen mit 2 Äxten. Das steht auf dem Plan. Der steht. Ich könnte die Platten. Vielleicht gucke ich noch mal wegen den Platten. Wie stelle ich Platten her? Das nicht, das nicht. Eiserne Axt. Oder ich baue jetzt mal die Axt für meinen Kollegen. Ja, gute Idee, das mache ich noch. Dann ist der auch ausgerüstet.
Shit. Shit. Ah, zwei verfehlt. Jetzt gucke ich mal. Hier habe ich Platten. Die kosten ein Repkit, drei Leder, drei Eisen. Okay, ich gucke mal gleich, wie viele Sockel ich habe. Erstmal gucke ich mal ihn hier. Stärke 1, Stärke 6. Ist nicht gut gelungen, aber ist besser wie das, was er eben hatte. So, und jetzt könnte ich mal gucken, wie viele Platten könnte ich einsetzen. Hier keine, hier zwei bei ihm. Keine dritte Platte. Drei Platten. Drei Rüstungsplatten. Würde mich was kosten? 9 Leder. Repkits das. Das alles brauche ich nicht unbedingt. Dann würde ich vorschlagen, ich werde 3 Platten herstellen. Oh, die muss man auch so craften, verstehe. Wie viel macht die? Plus 3. Dasselbe, was stand. Nochmal. Oh, zu früh. 3, aber das hat irgendwie gar keinen Effekt, ob ich treffe oder nicht, habe ich das Gefühl gerade. Ich müsste es einmal schaffen, alle zu treffen, dann könnte ich mir sicher sein. Ach, verdammt. Hätte ich noch eine Millisekunde gewartet. So, okay, 3 Platten sind gemacht. Du, mein Freund. Verstärkung in Rüstung hinzufügen. Yes. Verstärkung in die Rüstung hinzufügen. Yes. Sehr schön. Und er hier war das. Schmied. Nimm mal das hier. Habe ich dir irgendwas... ups, das wollte ich nicht. Ich wollte... die alle haben. Jetzt will ich noch ein bisschen Leder nachkaufen vielleicht. Obwohl 10, ja, ist nicht so viel. Ich guck mal auf den Markt. Wo ist der Markt? Ach, nicht du. Kaufe ich alle, dann habe ich wieder 20. Okay. Das brauche ich nicht. So, Rüstungsplatten sind gemacht. Gut, perfekt. Fertig, würde ich sagen. Quest soweit erledigt. Hier soll ich mir einen Pony kaufen. Könnte ich jetzt machen, aber ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich brauche. Und das andere ist die Jagd. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Irgendwie klappt das nicht so ganz. Hochlandlager auf dem Fährtenleser. So, ich mache dann hier erstmal Schluss für heute. Morgen ist einiges auf dem Zettel. Neues Gebiet entdecken. Viele neue Quests und keine Ahnung, was da alles so abgeht. Ein bisschen Erfahrung habe ich da oben, aber eher weniger. Dann gehen wir hier schön am Tor vorbei und rein da in das Getümmel. Aber das kommt erstmal morgen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Und ja, vielleicht sieht man sich dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.